ein Wiedersehen mit Mummin, Schnuffgen und Klein Mü. Beeilt euch schnell, gleich kommen sie. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummis. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummis. Die Mummins nehmen dich mit fort an einen märchenhaften Ort. Komm mit, gib ihnen deine Hand und fliege mit ins Mumminland. Das sind die Mummins. Das sind die Mummins. Das sind die Mummins. Das sind die Mummins. Die Mummins laufen kreuz und quer den Abenteuern hinterher. Was dann passiert, das seht ihr gleich in der neuesten Geschichte aus dem Mumminreich. Nichts. Hast du verloren? Vielen Dank. Geht ihr beide aus? Ja, die Mora ist ja weg. Viel Spaß. Man könnte beinahe sagen, dass Fifslan und Tofslan inzwischen fast schon zum Muminhaus gehörten. Glücklicherweise aßen sie sehr wenig und waren die einzigen, die klein genug waren, die Bleistifte zu finden, die in die Ritzen des Fußbodens fielen. Findest du nicht, dass hier ein fantastisches Geheimversteck wäre? Unbedingt! Hier findet ihn niemand! Dann gehen wir zurück, holen den Koffer und bringen ihn in diese Höhle. Meinst du nicht, wir sollten ihn doch lieber im Zimmer behalten? Was passiert aber dann, wenn jemand in unser Zimmer geht, wenn wir gerade mal spazieren gehen oder sowas ähnliches? Das würde keiner der Mummins tun. Das sind ehrliche Leute, die klauen nicht. Aber die Gäste, die Mummins lassen einfach jeden in ihr Haus und wir wissen ja schließlich, was für Gäste es gibt. Snork, Fräulein! Du hast mich angelogen. Ich lüge nie. Mumin hat die Herzmuschel immer noch, die ich ihm geschenkt habe. Ich hab's selbst gesehen. Aber die Mumin-Mama hat sie doch der Mora gegeben. Ich bin schließlich dabei gewesen. Aber welche Muschel hat sie ihr gegeben? Die du ihm geschenkt hast, deine Herzmuschel. Willst du wirklich behaupten, dass sie jetzt die Mora hat? Aber ja, sie hat sie genommen und ist damit losgezogen. Ich gehe zu Mumin und werde ihn fragen. Komm doch mit, Klein Mü. So ein Schlamassel, ich muss sie irgendwie aufhalten. Snorkfräulein. Was ist los? Also, meine Schwester Müller und ich sind gestern an den Strand gegangen. Ah ja. Ja, dorthin, wo wir nach dem Sturm die Sachen gefunden haben. Und was war da? Oh, da haben wir eine höchst interessante Sache im Sand entdeckt. Da wirst du staunen. Das Zeug, das da im Wasser rumschwamm, hat mich damals schon nicht interessiert. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese schöne Galionsfigur, weißt du noch? Diese hölzerne Dame, die Mumin so besonders gut gefallen hat. Hör bloß auf damit. Na ja, die ist jetzt hier. Unmöglich. Vergiss nicht, ich sage nur noch die Wahrheit. Die Dame hat sich kein bisschen verändert. Sie ist immer noch so hübsch. Bist du sicher, es ist dieselbe? Bestimmt, auf jeden Fall. Eine scharfe Biene, wie man so sagt. Ist ja lächerlich. Ohne Beine und nicht einmal einen Rücken. Klar, eine hölzerne angemalte Schönheit. Aber Mumin hat glänzende Augen gekriegt, als er sie entdeckt hat. Und er konnte gar nicht wieder weggucken. Oh. Ja. Mir hat sie gleich nicht gefallen, aber du weißt ja, wie die Männer so sind. Und sie liegt immer noch da unten am Strand, ganz ehrlich? Aha, ganz bestimmt, wenn sie inzwischen keiner weggeholt hat. Meinst du, dass das Meer sie vielleicht wegspülen könnte? Aber nein! Wenn Mumin sie findet, kann es passieren, dass er sie heraufholt und in sein Zimmer stellt. Ai, ai, ai. Sie geht gar nicht durch die Haustür. Mumin wird da sitzen und sie mit diesem dümmlichen Ausdruck im Gesicht anstarren. Wolltest du nicht eben gerade noch zum Mumienhaus gehen? Das schon, aber inzwischen ist mir etwas ungeheuer Wichtiges eingefallen, das ich noch erledigen muss. Also mach's gut. Vergiss aber nicht, dieses hölzerne Ding ist ziemlich schwer. Kümmer dich um deine eigenen Sachen. Alles klar, die Luft ist rein.
fortgehen, ihr zwei? Oh, aber nein, wir wollten eigentlich nur... Weshalb schleppt ihr dann den Koffer? Mumin, könntest du uns vielleicht behilflich sein? Selbstverständlich. Ach, danke schön, lieber Mumin. Nichts zu danken, das ist schon in Ordnung. Ich helfe euch gern. Von hier an können wir ihn selbst tragen. Aber nein, für mich ist er ja nicht zu schwer. Oh, na klar. Euer geheimes Geheimversteck wäre natürlich nicht mehr geheim, wenn ich es kenne. Ich gehe wieder nach Hause. Und du wirst niemandem was verraten? Aber nein. Hey, klein Mü, was treibst du eigentlich da oben? Rate mal, ich klettere runter. Du kannst da nicht runterklettern, das ist gefährlich. Dazu bist du viel zu klein. Pass mal auf, ich zeig's dir. Na, Mumin, was sagst du jetzt? Hör mal, ich möchte dich etwas fragen. Was denn? Mumin-Mama hat doch der Mora die Herzmuschel von Snorkfräulein geschenkt. Das ist richtig, na und? Dann kannst du das Herz nicht haben, weil es die Mora mitgenommen hat. Ich habe es aber trotzdem noch. Also das gibt's nicht, das ist unmöglich. Wir haben der Mora ein anderes Herz gegeben. Nein, das ist gar nicht wahr. Gut, haben wir nicht. Aber Snorkfräulein zuliebe sage ich, dass es ein anderes Herz gewesen ist. Ganz schön kompliziert, sag lieber die Wahrheit, das ist besser. Es ist ein Geheimnis. Und genau dieses Geheimnis will ich wissen. Wenn du mir dein Geheimnis verrätst, dann werde ich dir auch ein Geheimnis verraten, Mumin. Welches? Zuerst deins. Nein, erzähl mir deins. Dann eben gleichzeitig. Also gut, beide gleichzeitig. Gleichzeitig, einverstanden. Eins, zwei, drei. Nachdem wir der Mora die Muschel gegeben haben, und ich sind gestern am Strand spazieren gegangen und da haben wir an der bestimmten Stelle was gesehen, was da immer noch lag. Diese Galionsfigur-Tante. Was? Die wunderschöne Galionsfigur? Ja, bei der Höhle. Halt, Mumin, du hast dein Geheimnis noch nicht fertig erzählt. Erzähle ich dir später. Das ist gemein, so warte noch, Mumin. Wir denn noch? Soweit du rudern kannst. Wir sind aber schon ganz schön weit vom Ufer weg. Ich will so weit hinaus, dass diese Dame niemals wieder zurückkehren kann. Jetzt dürfte es aber wirklich allmählich reichen. Hier sind starke Strömungen. Bitte rudere noch weiter, weiter, weiter. Nicht, wie traurig er ist. Wir müssen ihn wieder aufheitern. Aber wie? Es gibt nur einen Weg. Ja, da hast du völlig recht. Hallo, ihr zwei. Du hast so traurig ausgesehen. Da haben wir beschlossen, dich wieder fröhlich zu machen. Das ist dir doch recht. Nett von euch, aber fühlt euch nicht dazu verpflichtet. Ach, Quatsch. Wir dachten, wir zeigen dir, was in unserem Koffer ist. Das wolltest du doch wissen. Ja? Du wirst bestimmt wieder fröhlich, wenn du das Wunderbare zu sehen kriegst. Das wollt ihr? Wirklich? Ja. Soll ich euch helfen, den Koffer rauszutragen? Nein, danke. Wir schaffen schon. Danke. Jetzt machen wir ihn auf. Ja, los. Bist du schon neugierig? Klar. Eins, zwei, drei. Nein, sowas. Gibt
gefällt er dir? Er ist einfach wunderschön. Dann bist du jetzt also nicht mehr traurig. Nein, gar nicht. Er ist nicht mehr traurig. Ja, ist es nicht schön? Was für ein Rubin, der ist einmalig in der Welt. Wie er die Farben wechselte, von hellrot zu saphirblau und dann zu rosa. Und wie er geglitzert hat, ich hatte das Gefühl, dass aus der Mitte eine Flamme emporschießt und dann sah er wieder aus wie eine schwarze Tulpe. Ob das vielleicht der Königsrubin ist? Der Königsrubin, das kann sein. Nachdem der Kobold mit dem schwarzen Panther gesucht hat. Ach, meinst du wirklich? Wahrscheinlich sucht er ihn jetzt irgendwo an einem weit entfernten Ort. Aber glaub mir, eines Tages wird er bestimmt wieder hierher zurückkommen, da bin ich mir ganz sicher. Zuerst wollte ihn die Morra haben. Und nun auch noch der Kobold. Es verging keine Woche, als eine Katastrophe wie ein Blitz aus heiterem Himmel über das Mumintal hereinbrach. Im Schlafzimmer habe ich sie auch nicht gefunden. Auch im Schlafzimmer nicht. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Irgendwo hier. Vielleicht draußen im Garten. Naja, ich war hier an den Blumen. Mumin-Mamas Handtasche war verschwunden mit ihrem gesamten Inhalt. Trockene Socken, Süßigkeiten, Bindfaden, Aspirin und dem Taschenmesser, mit dem sie so gern Boote aus Rinde schnitzte. Was ist denn los, Mama? Meine Handtasche ist verschwunden und ich fühle mich völlig hilflos ohne sie. Bekomme ich vielleicht eine Belohnung, wenn ich sie finde, Mumin-Mama? Also dann veranstalte ich ein riesengroßes Fest für alle aus dem Mumintal mit selbstgebackenem Kuchen und Lampions und Girlanden und keiner muss abwaschen oder früh ins Bett gehen. Ich finde sie bestimmt. Nein, ich werde sie finden. Mumin-Mama, im Keller ist die Tasche leider auch nicht. Vielen Dank, dass du nachgesehen hast, lieber Snork. Aber dort hätte sie auch nicht sein können, denn ich bin schon seit vielen Tagen nicht mehr im Keller gewesen. Die Kunde vom Verlust der Tasche hatte sich im ganzen Mumintal verbreitet. Und schließlich gab es kaum jemanden, der nicht nach ihr suchte. Warum? Viele Leute rum. Sieht aus, als ob sie nach irgendwas suchen. Nach was wird denn hier so fieberhaft gesucht? Nach meiner verlorenen Handtasche. Meinst du die mit den hübschen Seitentaschen? Ja, genau. Aber jetzt lauft und spielt draußen bei dem schönen Wetter. Sie ist wie eine richtige Mama zu uns. Aber jetzt sieht Mumin-Mama wirklich traurig aus. Vielleicht sollten wir sie lieber zurückgeben. Ist ja toll. Hey, hört zu, Fipslein und Toftlein haben die Tasche gefunden. Vielen Dank, vielen Dank. Wo habt ihr meine Tasche denn gefunden? Im Gebüsch unter der großen weißen Birke. Es ist eine wunderhübsche Handtasche. Heute Abend, meine lieben Freunde, feiern wir das große Mamas Tasche Wiederfindungsfest. Hurra! Wie ihr alle wisst, findet das Fest zu Ehren von Fifslan und Toftslan statt, die Mamas Tasche wiedergefunden haben und außerdem, um allen zu danken, die sich so eifrig an der großen Suche beteiligt haben. Lasst uns die Gläser nun auf unsere kleinen Freunde heben, die Mamas Tasche gefunden haben und die eine Zierde unseres Tales sind. Prost! Prost! Nun möchte unser lieber Mumin auch ein paar Worte an euch richten. Also wir freuen uns sehr, dass Mamas Tasche wieder da ist. Und dafür vielen Dank. Und als Höhepunkt unseres Festes haben Fipslan und Toftslan nun eine Überraschung für uns. Sie werden uns nun endlich den geheimnisvollen Inhalt ihres Koffers zeigen. Oh, oh ja, ja! Tretet jetzt alle ein wenig näher. Fipslan und Toftslan, seid ihr soweit? Es wird um völlige Ruhe gebeten. Achtung, wir öffnen! Ja, wir öffnen! 1, 2, 3! Oh!
Aber wie konnte die Mocha mit einer Muschel zufrieden sein, wenn sie das hier besessen hat? Fantastisch! Das muss der Königsrubin sein, ohne Zweifel. Endlich habe ich ihn. Das ist der Kobold. Ich habe mir geschworen, diesen Rubin zu finden. Ja. Sie werden ihn nicht berühren. Er gehört uns. Verschwinde, du gemeiner Kobold. Wer wagt es zu bezweifeln, dass dieser Rubin mir gehört? Er gehört Ihnen nicht. Die Mora hat ihn an Fischlern und Topfstern abgetreten und dafür die Herzmuschel im Tausch angenommen. Hat er nicht eben Herzmuschel gesagt? Ich glaub schon, ja? Jedenfalls hat die Mora den beiden den Rubin überlassen. Das habe ich selbst mit angesehen. Ich suche diesen Rubin schon seit 300 Jahren und sollte ihn nun diesen Wichten überlassen. Bedauerlich, aber er gehört Ihnen. Dann schlage ich euch vor, diesen Rubin gegen 2 oder gar 3 Diamantminen mit mir zu tauschen. Nein, wir wollen ihn behalten. Nein, ich kann's nicht. Das macht mich ganz wahnsinnig. So dicht vor dem Ziel und dann solches Versagen. Möchten Sie wohl gern etwas Punsch? Der beruhigt mich auch immer. Haben Sie Dank, Muminmama. Ich habe schon seit 85 Jahren keinen Punsch mehr getrunken. Oh, von Quitten? Erraten, die sind auch dabei. Nehmen Sie doch noch einen Becher, Herr Kobold. Nein, vielen Dank. Kobolde trinken nur wenig. Welch ein hinreißendes Fest, welch herrlicher Punsch und was für eine nette Gesellschaft. Ich werde euch nun als Dank etwas vorzaubern. Ich werde 3 Geschenke an euch verteilen. Geschenke ganz besonderer Art. 3 von euch haben einen Wunsch frei, den ich erfüllen werde. Es trete also vor, wer einen Wunsch hat. Nun, wohlan denn? Glaubt ihr mir etwa nicht oder habt ihr Angst vor mir? Oh nein, ich... Jetzt fällt's mir wieder ein. Für meine archäologischen Grabungen brauche ich einen neuen Spaten, wenn's beliebt. Aber Herr Hemul, also nein, das hatte er doch sicher nicht gemeint. Haben Sie nicht gesagt, wir könnten uns etwas wünschen? Schakabu! Ja, ein ganz neuer Spaten. Nein, welche Überraschung. Danke fürs Borgen, Muminpapa. Wer ist der Nächste? Ich bitte! Nun, mein kleines Fräulein, was wünschst du dir denn so von ganzem Herzen? Ich fürchte, es ist etwas schwierig. Aber nicht für mich. Und das ist wirklich dein Wunsch? Ja. Dann schließ deine Augen. Schakabu! Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, kleines Fräulein. Oh! Aber das ist ja unfassbar. Snor, Fräulein? Ich habe mir eben solche Augen gewünscht wie die beinlose Dame vom Strand, von der du deine Blicke gar nicht wenden konntest, Mumin. Aber ihr Gesicht war ganz anders. Gib mir einen Spiegel. Sie sehen eigentlich recht hübsch aus. Oh, nein! Oh, wie schrecklich! Wie schrecklich! Bitte, Herr Kobold, ich möchte meine Augen zurück. Tut mir sehr leid, aber pro Person gibt's nur einen Wunsch. Oh nein, das ist so gemein. Herr Kobold, darf ich mir jetzt etwas wünschen? Selbstverständlich, alles, was du willst. Eine goldene Kutsche, einen Becher aus Kristall. Nein, nein, einen Sack voller Goldmünzen, einen riesengroßen Sack voller Goldmünzen. Bedauere, Mumin hat den letzten Wunsch. Wünsch dir 3 Sack Goldmumen, dann behältst du den einen und die beiden anderen kannst du an uns alle verschenken. Ich habe mich schon für meinen Wunsch entschieden. Und? Bitte verwandeln Sie Snorkfräuleins Augen wieder so zurück, wie sie waren. Hm? Aber sie kann damit diesen wunderbar sehen. Damit sieht sie dann sogar unsere Goldmünzen. Der Wunsch von Mumin wurde ausgesprochen, tschakabu, und erfüllt. Da, schau dich an. Das nächste Mal überleg, bevor du dir was wünschst. Mumin?
Kobold. Kobold, bitte. Wenn Sie für andere Wünsche erfüllen, warum können Sie sich dann eigentlich nicht selbst einen Wunsch erfüllen? Meine magische Kraft wirkt immer nur für andere, nicht für mich. Und wie wäre es, wenn wir etwas für Sie wünschen würden? Das müsste doch gehen. Das nehme ich an. Dann werden wir das auch so machen. Na gut, dann, da es nicht für euch ist. Wir wünschen uns genauso einen Rubin wie diesen hier. Es sei erfüllt. Der da ist für Sie, Herr Kobold. Mein größter Wunsch, er ist erfüllt. Die 300-jährige Suche des Kobolds war beendet. Noch nie hat es so ein prachtvolles Fest im Mumintal gegeben. Und jeder war glücklich. Naja, vielleicht mit Ausnahme von Sniff, dem ein Sack voller Goldmünzen lieber gewesen wäre. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen, da liegt momentan eine Welt ohne Sorgen. Beim nächsten Mal kommt wieder mit, ich führe euch dorthin. Im blauen Turmhaus hoch unter dem Dach liegt Mumin im Mondschein, ist immer noch wach und freut sich auf den nächsten Tag, was er bringen mag. Was er bringen mag. Sie lieben das Lachen und lieben das Leben, die Mumins. Sie lieben die Wolken und darauf zu schweben, die Mumins. So wundersam schöne Geschichten geschehen, in Mumintal, ihr könnt sie bald wiedersehen, die Mumins.